Hallo Kackbratzen. Da ich mit den Spielen der 80er Jahre aufgewachsen bin, habe ich ein sehr großes Geduldspolster und eine sehr, sehr hohe Schmerztoleranz entwickelt. Von daher bin ich mir auch nicht zu blöd, auch noch das dümmste Spiel zu zocken, auch wenn dieses Stück Software für andere vielleicht unerträgliche physische und psychische Schmerzen bedeutet. Sehr schmerzhaft war auch ein lustiger Auftritt bei 3sat Neues, als ich dazu eingeladen wurde, zum Launch von der absolut dämlichen Hampelmann-Hardware Kinect meinen Senf abzugeben. An dieser Stelle möchte ich mich nochmals bei den Leuten von Sony bedanken, die mich erst in diese peinliche Situation brachten. Vermutlich, weil man keinen anderen gefunden hat, der sich freiwillig zum Affen machte. War aber trotzdem eine lustige Erfahrung. Also, danke Sony. Das führt uns jetzt aber zu weit vom Thema weg. Wie gesagt, habe ich in meiner Laufbahn unzählige beschissene Spiele gezockt. Ein Souls-like ist von daher so schön wie ein Bad in Vanillepudding. Wenn er noch zu heiß ist, brennt er zwar im ersten Moment auf der Zunge, aber im Abgang entsteht dann doch ein sehr angenehmes Gefühl. Diese Art von Spielen sind zwar schwer, aber wenn das Gameplay oder auch die Story stimmt, dann nimmt man die Schmerzen gerne in Kauf. Auf der anderen Seite gibt es aber dann auch wieder Spiele, die nicht anderes als Ausgeburten der Hölle sind. Rein theoretisch sind sie auch nicht wirklich schwer, aber der Umstand, dass das Gameplay absolut kaputt ist, kann auch den dicksten Geduldsfaden zum Reißen bringen. Und das sag ich, der auch noch das großartige Barbie-Pferdeabenteuer für die PS2 gespielt hat. Eines der schlimmsten Spiele, die mir für diesen Kanal in letzter Zeit untergekommen ist, ist das im Jahr 2000 für PC und PS1 veröffentlichte Tunguska. Man hofft ja immer wieder, dass man das Grauen aus der Vergangenheit irgendwie vergessen kann, aber da sich eine von euch Kackbratzen dieses absolute Wunderwerk deutscher Videospielentwicklerkunst gewünscht hat, habe ich es für euch aus dem gepanzerten Giftschrank geholt. Erinnert mich daran, dass ich beim nächsten Mal Schmerzensgeld verlangen sollte. Das Ding ist, dass Tunguska jetzt von Prinzip von der Idee her kein schlechtes Spiel ist. Es wurde eben nur halbherzig und beschissen umgesetzt. Und das ist vermutlich das Schlimmste an der Sache. Dabei beginnt alles noch ganz vielversprechend. Das Intro zeigt uns unseren Hauptcharakter, wie er von ein paar Beamten aus seiner Todeszelle zum elektrischen Stuhl geführt wird. In den letzten Sekunden fliegen an ihm die letzten Augenblicke seines Lebens vorbei und wir sehen auch, dass ihm anscheinend ein Mord angehängt wird, weshalb er nun bei lebendigem Leib gegrillt werden soll. Im Moment seines Ablebens überschlagen sich die Ereignisse. Ein Vollzugsbeamter verwandelt sich vor seinen Augen in einen Dämon, der ihn in die unendliche Dunkelheit und durch ein Portal zieht. Und im nächsten Augenblick befinden wir uns auf einer Plattform. Vor uns steht ein mächtiger Turm und hinter uns eine Burg, die nur darauf wartet, von uns erforscht zu werden. Und der erste Moment gehört eigentlich noch zu den besten im ganzen Spiel. Man hört eine erdrückende Stille und da man auch keinen blassen Dunst hat, was man eigentlich tun soll, wird beinahe schon eine mystische Atmosphäre aufgebaut, die wir vielleicht nur aus den From-Software-Spielen her kennen. Aber sobald wir versuchen, den Charakter zu bewegen, bricht alles wie ein fragiles Kartenhaus in sich zusammen. Schon nach den ersten 30 Sekunden beginnen die Finger vor Schmerzen zu krümmen und dabei hat man vielleicht noch nicht mal die Burg betreten. Unser Anti-Held lässt sich wie so viele andere Spiele aus dieser Zeit nur mit der Panzersteuerung bewegen. Das geht in der Regel ja in Ordnung, aber die Umsetzung in Tunguska ist etwas merkwürdig gelungen. Mal davon abgesehen, dass unser Charakter einen Wendekreis wie der Mond hat, ist die Panzersteuerung leicht ungenau. Gesteuert wird wie gewohnt mit dem Steuerkreuz. Drückt man nur die X-Taste, wird er nur auf der Stelle laufen, was dann besonders praktisch ist, wenn man einen Anlauf nehmen möchte, bevor man durch eine Falle läuft. Allerdings ist es nicht unbedingt einfach, den Helden in einer geraden Linie laufen zu lassen, was bei den kommenden Fallen ein absolut beschissenes Erlebnis ist. Zu 99,9% in aller Fälle wird man gnadenlos scheitern. Wenn man sich erstmal an die Steuerung gewöhnt hat, wartet auch gleich schon die erste Überraschung auf den Spieler. Natürlich gibt es im Labyrinth eines jeden Burgabschnitts nicht nur tödliche Fallen, sondern auch eine Handvoll Mönche, die nur darauf warten, eure Seele aus dem Leib zu prügeln. Der Übergang von der normalen Laufbewegung in den Kampfmodus verläuft aber nicht reibungslos. Damit unser Held überhaupt seine Kampfposition einnimmt, muss man erstmal auf Viereck drücken. Dies bedeutet im Umkehrschluss allerdings auch, dass wenn man in der Hektik im Kampfgetümmel blöderweise die Vierecktaste drückt, unser Held wieder die neutrale Laufposition einnehmen wird. Folglich steht man wie ein Trottel mit Hirnschlag vor dem Feind, der uns genüsslich das Fressbrett poliert.
Das Kampfsystem ist im Prinzip schon eine Wissenschaft für sich. Es wirkt so, als wurde es krampfhaft in ein System gestopft, das rein technisch dafür nicht ausgelegt war, um den Spieler mit maximalen Frust zu versorgen. Mit Kreis kann man blocken und drückt man gleichzeitig auf das Steuerkreuz, kann man sich um seinen Feind herum bewegen. Soweit so gut. Mit den Richtungstasten links und rechts schlägt man entsprechend nach links und rechts. Wenn man nun gleichzeitig auf die X-Taste drückt, dann kommen die Füße zum Einsatz. Wenn man nach oben und auf X drückt, kann man sogar einen Sprungtritt ausführen, sofern einem nicht schon die Finger brennen. Wer den Sprungtritt meistert, sollte ihn in die Dauerschleife setzen, da man damit eigentlich am schnellsten jeden Gegner ins Jenseits prügeln kann. Das klingt jetzt nicht unbedingt nach einer ausgefeilten Technik, aber zumindest spart man sich eine Unmenge an Schmerzen. Und leider muss man auch gegen diese Mönche kämpfen, auch wenn sie sich in separaten Räumen im Labyrinth und nicht immer auf dem direkten Weg zu den Artefakten befinden, die man aufgabeln und zum Turm außerhalb der Burg bringen muss. Entweder deaktivieren sie Fallen zum nächsten Abschnitt, oder setzen sie in Bewegung, damit man unter ihnen hindurchlaufen kann. Im letzten Raum gibt es dann noch zusätzlich eine Art Bosskampf und damit der Weg aus der Burg heraus nicht langweilig wird, wartet ein zusätzlicher Kampf auf euch, den man allerdings auch auslassen kann, wenn man die Beine in die Hand nimmt. Die Fallen, die die engen Gänge versperren, sind aber teilweise unüberwindbare Hürden. Zum einen bewegen sie sich furchtbar schnell und zum anderen ist die Grafik absolute Grütze, sodass man keinen blassen Schimmer hat, wo sich eigentlich die Hitbox versteckt. Je nachdem, wie viel Lebensenergie man hat, beißt man auch schon mit einer einzigen Berührung ins Gras. Aber spätestens der zweite Kontakt endet tödlich. Für das erste Level, das eigentlich nicht länger als 10 Minuten in Anspruch nehmen sollte, habe ich geschlagene 2 Stunden verbracht. 2 verfickt verzweifelte Stunden, in denen ich immer und immer wieder von einer Falle in 2 Stücke geschnitten worden bin oder von einem der Mönche zu Kartoffelbrei gekloppt wurde. Wie gesagt, ist es wohl meiner unendlichen Geduld und Schmerztoleranz zu verdanken, dass ich überhaupt so lange durchgehalten habe. Vermutlich wussten aber auch die Entwickler, dass sie hier mit Tunguska eine absolut unspielbare Moppelkotze abgeliefert haben, denn zum Glück hat man unendlich viele Leben. Beißt man ins Gras, muss man auch nur den aktuellen Abschnitt des Labyrinths neu spielen und nicht das komplette Level, was eine echte Erleichterung ist. Und da man relativ auch schnell Lebensenergie verliert, gibt es pro Abschnitt eine kleine dämonische Pyramide, mit der man seine Lebensenergie wieder auffrischen kann. Also rein theoretisch ist das Spiel durchaus machbar, aber unverschämte Hitboxen und eine Grafik, die unter aller Sau ist, ist Tunguska ein absoluter Brechdurchfall, dem ich nicht mal meinem schlimmsten Feind empfehlen würde. Naja, vielleicht sogar doch, das einzige Spiel, das er für den Rest seines Lebens immer und immer wieder spielen muss. First try. Interessanterweise öffnet sich gegen Mitte des Spiels das Gameplay, sofern man es überhaupt schafft, so weit zu kommen und nicht schon vorher voller Wut den Controller in 2 Hälften gebrochen hat. Erstens trifft man auch auf weitere teils sehr gruselige Kreaturen und es gibt sogar eine Waffe für unseren Helden und zweitens gibt es auch kleinere Rätseleinlagen, die beinahe schon an ein Myst erinnern. Auch die Level werden immer länger, was sich leider sehr negativ auf eure Schmerzgrenze auswirken wird. Über die Grafik will ich jetzt nicht viel sprechen. Ihr seht ja selbst, was das für ein Busunfall ist. Das Intro ist ja noch ganz okay, aber für ein Spiel, das im Jahr 2000 auf die Welt kam? Natürlich gab es Schlimmeres, keine Frage. Aber schön ist was anderes. Wie gewohnt klatschte man wurstig irgendwelche Polygone, die dann Charaktere formen, auf vorgerenderte Hintergründe, die allerdings auch nicht wirklich das Gelbe vom Ei sind. Wirklich phänomenal ist allerdings der Sound gelungen. Musik gibt es nur, wenn man Türen öffnet, oder wenn es mal wieder eine kleine Zwischensequenz gibt. Ansonsten wird man durch die Bank das Klatschen der Füße hören oder das Gestöhne während der Kämpfe. Sonst gibt es absolut nichts auf die Lauscher, außer Backpfeifen. Wenn ich mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster lehne, dann möchte ich mal behaupten, dass die Entwickler dies als Stilmittel genutzt haben. Kaum ein Spiel hat eine so desolate Atmosphäre und falls man manisch-depressiv ist, wird man sich ab der ersten Sekunde sowohl wie in Abrahams Schoß fühlen. Alles fühlt sich so furchtbar leer an und im Prinzip gilt es immer wieder denselben Kram zu erledigen. Geh ins Schloss, verprügelt ein paar Mönche, überlebe die Fallen, löse Rätsel und bring das Artefakt zum Turm zurück. Eine Art mörderische Sisyphus-Arbeit. Vielleicht ist aber eben genau das, worunter sich die Entwickler die Hölle vorgestellt haben und haben eben mit Tunguska die Hölle auf Erden geschaffen. Es ist ein repetitives und komplett desolates Erlebnis, das noch dazu bockhart ist und nur wenig Erbarmen kennt. Musik.
Hat man aber das Spiel auch bis zum Ende ohne größeren Hirnschaden überstanden, wird eine letzte Zwischensequenz auf die Augen gespült. Unser Held überlebt, da im letzten Moment der elektrische Stuhl gestoppt wird. Was haben wir also überhaupt erlebt? Nichts scheint nach den gut 35 Stunden einen Sinn zu ergeben. Diese ganzheitliche Erfahrung ist jetzt nicht mal das schlechte Spiel aller Zeiten und so seltsam es auch klingt. Ich mag irgendwie Tunguska. Es ist unfair und man altert während des Spielens rasend schnell, aber es hat seinen Charme. Es ist mit Sicherheit ein komplett seltsames Spiel, das ich ohne 3 Gin Lemon getrunken zu haben wirklich niemandem empfehlen kann. Es gibt keinen guten Grund, warum man diese Folter spielen sollte. Außer man hasst sich selbst und mag Ersatzkaffee mit Sojamilch. Wer also sich und sein Leben schon komplett aufgegeben hat, kann sich gerne auf die Suche nach einem gut erhaltenen Exemplar machen. Alle anderen finden in der Giftschrankabteilung in Romhausen auch eine gut erhaltene Sicherheitskopie. Aber sollte euch euer Leben noch etwas wert sein, dann solltet ihr großen Abstand von dieser Ausgeburt der Hölle nehmen und lieber Peppa Pig spielen. Da weiß man wenigstens, was einem erwartet. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.